Es geht glaube. ja nicht darum, wo wir uns treffen, wenn etwas schief geht, sondern zunächst einmal geht es darum, wo wir uns wieder treffen, wenn wir getrennt agieren zunächst. Nun, da kann ich euch nicht helfen, weil ich bei der Besprechung im Vorfeld nicht dabei war. Ich hoffe, dass ich in der auf dem Weg dorthin gebrieft werde. Ja, das würden wir dann übernehmen. Ich würde vorschlagen, nachdem wir unser Tun beendet haben, gehen wir etwas außerhalb. Schaut mal, da ist doch ein Riff zu sehen. Das ist noch außerhalb der Stadt, oder? Dort könnten wir uns treffen und dann gemeinsam mit Rafim und Varutor und den anderen unseren großen Auftritt machen. Ja, ich denke, ihr werdet uns eh finden. Also das können wir gerne so machen. Aber es ist vielleicht eine gute Idee, wenn wir uns aus der Richtung annähern. Ich denke, das ist sinnvoll. Dann fahren wir zunächst über den Krater hinweg oder daran vorbei und nähern uns von Nordosten her der Stadt. Aus Richtung Seelem, könnte man sagen. Ja, das klingt vernünftig. Brauchen wir sonst noch etwas, was uns in der Tiefe nutzen könnte? Ich denke mal, Elixiere können wir nicht zu uns nehmen in der Tiefe. Brauchen wir sonst noch etwas? Ausrüstungs. Es wäre natürlich sinnvoll, wenn ihr alle noch euer Ressort ein bisschen verbessert auf dem Weg dorthin. Geht noch einmal die Lektionen durch, die ich euch mitgegeben habe. Wir müssen uns hier irgendwie verständigen können. Nun, mein Ritual ist nicht so schlecht. Das ist gut. Ich habe gesehen, dass du die Karteikarten, die ich dir gegeben habe, auch wirklich benutzt hast. Seht ihr, Abelmir ist hier vorbildlich. Ja, es ist so schwierig, weil man immer unter Wasser sein muss. Ich meine, man kann das auch über Wasser machen, aber das hört sich lächerlich an und ich weiß nie, ob ich das Richtige sage. Also wenn ihr Ritual schon schwierig findet, dann werdet ihr einen Marsch wirklich scheitern. Naja, versteht das jetzt nicht falsch, aber ich habe kein Interesse in die eine noch die andere Sprache zu lernen. Aber wie willst du die Herausforderung dann aussprechen? Mein Speer nehmen, seinen Kopf rammen. Und wie willst du dein Wissen über Krakon vermitteln? Mein Speer nehmen und ihm in den Kopf rammen. Außerdem hat ein König immer einen Fürsprecher. Das bezieht sich so. Ja, ich bin ja nicht umsonst König. Das ist wohl wahr. Nun gut. Also müssen wir jetzt von Miamat wieder Richtung Selam segeln und dort uns ja, in diese Untiefen begeben. Habe ich das richtig zusammengefasst? Ja. Und wahrscheinlich wird Vautor uns begleiten, oder willst du ihn von dort aus erst rufen? Naja, ich denke, die anderen werden ohne uns abreisen und ich werde am Strand Vautor rufen und dann ihn bitten, uns nach unten zu begleiten. Was denkt ihr denn, wie lange ihr da unten braucht, Abelmir Boltax? Ein paar Stunden. Drei Ich Stunden denke auch. bis nach unten. Vielleicht ein, zwei Stunden zur Orientierung und nun ja, zur Ausführung des Vorhabens wahrscheinlich immer 2 bis 3 Stunden. Nun, wir müssen den Tempel infiltrieren. Wir müssen die Kammer oder die Schlafkammer von diesem Krakonier erreichen und ich muss ihm den Zauber einpflanzen. Das Schöne ist, Zeit vergeht in Träumen ja anders. Das heißt, brauche den Zauber nur zu wirken und habe dann alle Zeit der Welt in seinem Kopf, um das zu gestalten, was ich möchte. Nun, es wird kein komplexer Zauber und kein komplexer Traum sein, sondern eben ein eher prophetischer Traum. Aber das Wichtigste ist, dass ich während dieser Zeit
geschützt werden muss. Und dafür ist Abel mir zuständig. Ich muss mich dann wirklich darauf konzentrieren, ihm in seinem Kopf das Ganze vorzugeben. Abel mir muss dafür sorgen, dass mein Körper unbeschadet bleibt und dass ich meine Konzentration aufrechterhalten kann. Aber ich glaube nicht, dass das länger als 10 Minuten, vielleicht ein Viertelstundenglas dauern wird. Wenn überhaupt. Bis zu der Stelle, wo Kapok euch das erzählte, waren es einen halben Tag, also einen halben Tag auf See, dann die Stunden nach unten tauchen, mit den Highreitern würde es schneller gehen, wenn die euch ziehen, aber zusammen mit der Infiltration wirst du hier vielleicht einen Tag oder so, vielleicht nicht ganz am Wasser stehen. Ja. Gut, ich denke, wenn wir Bautor bei uns haben, sollten wir nicht über den Tempel, über den Krater fahren. Denn er ist so riesig, dass er auffallen könnte. Also fahren wir einen Bogen. Es wird ein wenig länger dauern, aber nun ja, das ist in diesem Fall nicht so wichtig. Und die Avianda soll dann über den Feldern von Yael-Zugurt auf uns warten. Ja. Gut, dann denke ich, dass wir mit dem Aufbruch auch nicht mehr lange warten müssen. Es sind alle informiert. Wegen der Schleppgeschirre werde ich noch mit Angroschminia reden. Wir sollten alles, was wir dafür brauchen, an Bord haben. Und dann brechen wir auf. Und sollte der Zeitpunkt unserer Ankunft ungünstig sein, um hinunterzutauchen, nun, dann warten wir eben noch ein wenig. Ja, wenn du mit Angroschminia sprichst, dann wird sie sich eine Stunde erbeten, wird ein bisschen Leder kaufen, das sie dann zusammenzort. Das würde sie dann auf der Überfahrt dann zusammenschneidern, beziehungsweise Leder arbeiten, sodass du nach einer Stunde von Angroschminias Seite aus aufbruchbereit wärst. Also Geschirr für, ja, im Prinzip Haie. Das könntet ihr dann umwerfen, lasst euch dann nach unten ziehen. Das ist nicht so, dass ihr die steuern könnt. Ihr seid keine Reiter. Ihr lasst euch einfach nur durchs Wasser ziehen. Ja, genau. Ja, und Rafi muss ja auch noch mit Vautor reden. Das heißt, das kostet ja auch nochmal Zeit. Also das passt dann schon. Wie viele Elixiere haben wir denn jetzt am Ende? Wir haben genug für 10 Leute. 10 Leute, 10 Personen. So, 10 Stück. Wen nehmen wir denn alles mit? Haben wir das schon? Serpentilio hatte letzte Sitzung gesagt, wir sollten jeder nochmal einen als Backup mitnehmen, weil DSA Abenteuer gerne luftgefüllte Höhlen irgendwo am Boden haben. Nur für den Fall. Okay. Und dann der Iffenstrunk noch. Müssen wir auch am Anfang nehmen. Aber ja. Da glaube ich nicht, dass wir noch mit einem zweiten ankommen müssen. Also in Term sind wir noch 6 Personen, oder? Also wir 5 plus Marissa Montazzi, oder? Genau, ich würde das schön klein halten. Außer es möchte jetzt noch jemand unbedingt mit von unserer Crew. Aber ich glaube eigentlich nicht. Wer möchte 6000 Meter tief tauchen? Freiwillig vor. Also Ephanora, Ephanora würde sich eventuell noch anbieten. Ihr könntet Ephanora mitnehmen oder ja Montazzi, wenn ihr... Ihr könnt ja auch Montazzi bei euch mitnehmen und Ephanora geht dann mit dem zweiten Team runter. Ja, bei Ephanora, ich glaube, wenn die da unten die ganzen Paktierer sieht, die da rumlaufen, dann ist sie nicht mehr so gut zu sprechen. Na, zumindest war sie eben in dem Gespräch sehr interessiert an diesen ganzen verschiedenen Göttern und war da also eher eine Faszination. Aber es waren ja auch keine Dämonen. Also sie hat ja auch nur darüber gesprochen und hat jetzt keine richtigen Dämonen mit Hörnern gesehen. Ich glaube, für sie wäre es eine tolle Erfahrung. Ob sie... Naja... Als Effort-Backup. Falls uns die Haie im Stich lassen, kann sie uns vielleicht Delfine rufen. Genau, die Geschirre dafür habt ihr ja. Das heißt, dann spannt ihr euch einfach in die Delfine ein, damit die euch nach oben ziehen. Ja. Dann kommt sie im zweiten Team mit und montiert sie im ersten Team in der heimlichen Mission. Ja. Gut. Dann wolltet ihr Rafim erst einmal hier mit Vautor reden lassen und Rafim kommt dann aber mit auf dem Schiff, ja? Das macht... Oder kommt Rafim auf Vautor mit? Ja, ich glaube, das ist ja kein Hund, den ich eben rufen kann und sagen kann, lauf mal meinem Schiff hinterher. Ich glaube, wenn ich mit dem
mich in Verbindung setze, dann muss ich schon bei dem bleiben. Sonst genau. Ja, weil ich hatte euch eben so verstanden, dass ihr wartet, bis Rafim mit ihm redet und dann nehmt ihr Rafim wieder mit. Aber ich hatte es auch eher so verstanden, dass Rafim auf ihm reitend nach Jolzagott einmarschiert. Ich hab's folgendermaßen verstanden. Ja. Ich dachte, ich habe mir und also der Stoßtrupp fährt jetzt mit dem Schiff vor. Wir tauchen dann schon mal runter. Währenddessen ruft Rafim und der Rest des Backup-Trupps den Rochenkönig und die tauchen dann gemeinsam auf dem Rochen darunter. Nee, ja, aber nee. Überleg mal, wie weit das ist. Das ist eine unglaubliche Strapaze. Das ist Quatsch. Wautor, also Rafim vielleicht, aber Wautor, der Rest... nur Rafim mit. Ah, okay. Und vermutlich mein Kumpel hier oder nicht, mein Schrarak oder der kann, der kann selber schwimmen. Also der schwimmt halt daneben, aber der ist halt schnell genug, um bei Wautor zu bleiben. Boltax oder Zulamin können ja nicht neben Wautor schwimmen. Die sind ja auch nicht schnell genug. Er ist halt ein Krakonier. Wo sind eure Schwimmwerte, Jungs? Moment, mein Schwimmwert ist 12. Ja, das reicht, glaube ich, nicht. Okay, also dann fassen wir mal zusammen. Wie weit ist es denn überhaupt, dass wir da hinfahren? Weil das ist ja auch ein Stück, oder bin ich gerade falsch? Ich glaube 15 also Meilen oder so, du kannst es ausmessen. Warte mal. Also, mehr ist ein halber Tag, also. Ne, sind sogar 25 Meilen, halber Tag. Okay, aber dann fassen wir mal zusammen. Habe ich mal gesehen, wie schnell sich Wautor bewegt? Glaube ich, Wautor ist schneller als unser Schiff? Vermutlich sogar, oder? Wautor hat, oh, ich müsste jetzt nachgucken, die Geschwindigkeit ist gegeben, aber nehmen wir ihn mal genauso wie die Haie mit ganz grob um die 18 bis 20 an. Ich weiß nicht, wie schnell unser Schiff ist. 12 bis 13 bei normalem Wind, aber dadurch, dass die blutige See oder jetzt hier alles so komische Konsistenz hat, ist das alles wieder ein bisschen weniger geworden. Also seid ihr, Wautor ist ungefähr doppelt so schnell wie das Schiff. Okay, dann ist der Plan doch im Prinzip, ich bleib hier, dann lege ich mich an den Strand und schlafe noch mal eine Runde, weil mir geht's auch noch nicht so nice. Ruf dann Wautor, fahr ich hinterher auf meinem Rochen, ihr fahrt schon mal dahin, das erste Team geht direkt nach unten mit den Haien und dann geht noch mal das zweite Team mit dem Rest unserer Haireiter nach unten. Das ist doch jetzt der Plan, oder? Ja. Boah. Also wir anderen mit dem Schiff und wir treffen dann uns dann über diesen Feldern. Wie gut ist denn meine Kontrolle über Wautor? Wenn ich dem jetzt sage, jo, wir fahren dahin, dann gibt er doch einfach Gas, oder? Also ich meine, der hält doch nicht mehr an. Nee. Okay, weil ich überlege gerade, dann sind die anderen, also ich werde es vermutlich nicht hinkriegen, dass die anderen zu mir gleichzeitig da unten ankommen, oder? Das ist... Dann ist es wahrscheinlich sinnvoller, wenn Zulamin, Efanora, Serpentilio und Ronka genau mit dem Schleichtrop nach unten tauchen und wir halten uns dann irgendwo in den Hainen versteckt und, keine Ahnung, stacheln schon mal die Bauern auf oder so, wenn wir welchen begegnen. Mit ihr ein paar Sklaven befreien. Ja, genau. Was für eine Macht. Zeliten und Risso-Armee aufbauen. Ist ja bestimmt richtig super, die Jungs. Bewaffnet sie mit Knochensperren. Du bist Bauer Rogel, du musst sagen, was mit, was mit Bögen, brauchen. Mit Armbrüsten. Scheiße. Ich glaube, Fackeln und Mistgabeln greift hier nicht. Mistgabeln schon. Okay. Das ist ein Dreizack. Dann würde jetzt schauen wir uns an. Genau. Okay. Ich muss mal eben überlegen. Ja, dann würde ich mich jetzt schon mal absetzen, an den Strand legen und ein Stück schlafen. Mit Scharak kann ja über mich drüber gucken. Und dann würde ich halt mal, wie viel Vorlauf brauchen die denn? Das können wir doch mal eben ausrechnen. Wie lange brauchen wir für 25 Seemeilen? Weiß das jemand mit Aviander? Ne, also ihr braucht einen halben Tag. Okay, dementsprechend also brauchst du einen Vierteltag. 6. Genau. Und war Autor 6 Stunden. Okay. Dann passt das ja perfekt. Dann lege ich mich 6 Stunden hin und dann gebe ich gar. Obwohl, nee, das passt noch nicht. Dann sind die noch nicht unten. Dann sind die doch da. Dann seid ihr noch gar nicht unten. Gib es noch 3-4 Stunden dazu, dann passt es schon. Können Tierkönige nicht irgendwie. Also, du bekommst die Gabe Tierempathie auf einem Wert von 3 geschenkt. Tierempathie. Du kannst jetzt 3W20 würfeln, um Wautor zu kontrollieren. Du kannst natürlich auch Tierempathie als Gabe nach G steigern. Das wird also nicht passieren.
Habe ich mir gedacht. Aber im Prinzip könntest du mit einem 3W20-Wurf auf deine Gabe, könntest du dann auch die mit den drei Sternchen versuchen, Vautor zu kontrollieren. Ansonsten sagst du ihm einfach nur, wir rocken das jetzt. Wir segeln jetzt nach Jalzogott und fressen so viele Krakonier wie möglich. Beziehungsweise, wenn er dann seine ersten 3 oder 5 oder 20 gefressen hat, dann kannst du ihm auch sagen, okay, jetzt reicht's, wir haben Chor Genüge getan. Dann dreht er auch ab und dann lässt er dich den Rest alleine machen. Okay, aber gut. Bis er dann seinen Blutrausch einmal nachgegeben hat, hört er nicht wieder auf. Ich glaube, du kannst das auch mir raten. Ja, nein. Ich lege mich jetzt dahin. Ich wollte im Hafen noch gucken. Ist unser Chorschiff schon angekommen oder noch nicht? Ich habe in Kunchom ja diese Chorgeweihten da überzeugt. Genau, die sind bei den Kunchomern mitgekommen. Die hatten kein richtiges Schiff, sondern die haben sich auf die Schiffe der Kunchomer aufgeteilt. Okay, nice. Ich möchte gerne so viele von denen sammeln wie möglich. Ich brauche ein paar Mitbeter. Okay, ja, 50 Leute. Dann würde ich mich ja erst mit denen einmal beten, meine Liturgie wieder einsprechen und schwarzes Fell, ne? Genau. Ja. Dann kannst du dich auch im Prinzip, weil du, naja, es sind ja nicht nur 6 Stunden, sondern es sind ja 2x6 Stunden, die du da chillst, ne? 12 Stunden? Ja, im Prinzip, aber ich denke mit dem Beten und die einsammeln und so, das dauert ja auch ein bisschen. Gut, kannst du zumindest einmal mindestens regenerieren und das andere würde ich dir sagen, mit 1W6-2 kannst du ein zweites Mal regenerieren, weil du halt so nachdem du dann gebetet hast und regeneriert, dann machst du halt nicht wirklich viel. Du musst halt wieder zu Kräften kommen. Okay, perfekt. Gut, dann haben wir Rafim fertig und ihr fahrt mit der Avianda nach einer Stunde los. Ja, irgendwas auf dem Weg vor? Ihr könnt natürlich dann Motazi briefen, wenn ihr mögt, damit der im Bilde ist, so ganz grob, wirklich tief, wie ihr das jetzt mit Shrakna Cool hattet und alles, wird es dann nicht, aber dass er zumindest ganz grob eine Vorstellung hat, was jetzt eigentlich Plan ist. Ja, ich sorge natürlich auch noch dafür, dass die Leute auf dem Schiff Bescheid wissen, was das jetzt wird, also Havulgard etc., dass sie den Plan relativ genau kennen. Damit sie da auch notfalls eigenständig agieren können. Wenn es irgendwie was schief geht, dass sie wissen, was unser Plan war und reagieren können. Mhm. Ja, Elfenora selber kann ja Delfine rufen. Sie könnte Wale rufen, aber du wirst, also das hat sie auch in der Vergangenheit schon mal gemacht, du vermutest, dass sie sonst auch als zweiter Backup-Plan sich selbst in eine Tiergestalt wechselt und dann selber nochmal runtertaucht. Sie hat ja so auch sowas wie eine Tiergestalt. Evanora kann das ja auch, die kann sich auch in Delfin verwandeln. Wichtige Frage. Ja. Stelle. Mein Magierstab hat bestimmt Auftrieb, also den kann ich vermutlich nicht mitnehmen, oder? Weil es Holz ist. Ja. Also im Prinzip gibt es ja sowas wie Physik gibt es nicht und auch Biologie gibt es nicht, Chemie nur in alchemischen Teilen und Physik existiert halt nur so, wie es gerade gebraucht wird. Aber ja, Magierstab hat dann auch Auftrieb. Es ist Holz, okay. Eure Schiffe schwimmen. Dementsprechend schwimmt auch der Holzstab nach oben. Das ist halt auch ein Vorteil, wenn du unter Wasser bist und nach oben musst. Aber in diesem Fall kannst du ihn nicht wirklich gut mitnehmen. Es sei denn, du machst ihn als Seil drum. Nee. Dann verliert er seine Holzintegrität. Er besteht halt noch aus Holz, aber hat die Eigenschaften von Holz nicht mehr. Keine Ahnung. Kannst du höchstens auf dem Rücken binden? Also hast du wahrscheinlich einen kurzen Stab, wie gefunden hast? Ich habe einen kurzen Stab, genau, ja. Kannst du ihn über den Rücken festmachen, irgendwie? Ja, ich überlege, ob ich ihn überhaupt mitnehme. Genau, also sowas wie Ausrüstung, das solltet ihr jetzt klären. Rafim hat ja die Tränke dann bei ihm, damit er nicht direkt an Kälte und Wasser, Luftmangel dann stirbt. Also die Tränke hast du schon bei dir. Ansonsten nur die Ausrüstung, die dir sonst so geblieben ist. Also Frömmlar, deine Rüstung. Was noch? Genau. Ich habe meine Rüstung dabei, Frimlar. Habe ich. Weiß ich, ob irgendeiner von den Alanfanern nochmal zurück nach Alanfa fährt? Bestimmt. Also in den nächsten 3 Monaten auf alle Fälle. Ja. Wem von den Alanfanern würde ich am meisten vertrauen, der mich nicht massiv abgefuckt hat? Nee, sonst würde ich Kukris sagen. Aber ansonsten, die Grandenhäuser werden auch noch auftauchen. Du könntest eins der Karinors. Was mit Kiaras? Ja, die Karinors könnten dann auch auftauchen und denen könntest du sicherlich vertrauen. Okay. Dann
wenn schon irgendwelche von den Karinos da sind, dann würde ich denen nämlich noch meine Boronsichel geben, weil die muss ja zurück, die gehört ja nicht mir, sondern die gehört ja meinem Orden. Dementsprechend muss ich die noch zurückgeben, weil ich werde ja verrecken. Also habe ich dann eigentlich nichts mehr so ziemlich. Da gibt es bestimmt noch einen bösen Brief hinterher nach dem Motto, wage es nicht zu sterben, sonst bringen wir dich um. Da gibt es vermutlich so einen Brief, also sie haben hier, da sind Macken drin, das muss ja wieder ausgebessert werden. Nee, du hast einen Auftrag für den Orden zu erfüllen, du darfst nicht sterben, das ist das Ding. Ja, aber du kannst dann also Kiaras die Sense mitgeben. Okay, perfekt. Sonst habe ich nichts, ich besitze ja auch gefühlt nichts. Gut, dann deine Tränke, deine Waffen, deine Rüstung, fertig. Ja, die anderen können sich halt noch ein bisschen überlegen, weil die sind ja noch auf dem Schiff. Irgendwas, was ihr in dem halben Tag machen wollt? Ich glaube, es ist an dieser Stelle sinnvoll, zumindest ein Wasserelementar in meinen Reif zu binden. Das ergäbe Sinn. Und Wasser hast du hier auch genüge vorhanden. Mhm. Ist eine schlechte Qualität. Also müsste ich jetzt gerade mal nachgucken. Aber mindestens minus 1er Qualität. Abgesehen von der normalen Qualität minus 1 runter. Ja, ich würde es halt durch die Menge ausgleichen. Das geht, ja. Weil ich halt mehr als die zehnfache Menge nutze. Ich wollte gerade sagen, ja. Und ansonsten. Kannst du trinken, ein Elementar, ne? Oder ein Gin? Nein. Ein Gin wäre ein bisschen zu Overkill-mäßig, weil wenn ich einen Gin rufe, dann mein Bruder und ich habe keine Lust, den jetzt schon einzusetzen. Mhm, gut. Ich rufe einen elementaren Diener. Ich rechne jetzt einfach mal mit plus minus 0 für die Gegebenheiten und wir gucken mal, ob es klappt. Ja, ich wollte gerade sagen, einfach erstmal würfeln und wenn es dann total daneben ist, aber 8 Punkte. Jo, easy. Und die Beherrschungsprobe passt auch. Ja. Gut, Abelmir? Ich habe eigentlich nichts vorher zu mir. Ausruhen. Genau. Ja, kannst dir nochmal die Quelltexte angucken zu Morodal, zu den Krakoniern, zu den Scholairak und wie sie alle heißen. Ordnest ja, das so ein bisschen. Selber noch Notiz machen für ein späteres Buch über unterseeische Kulturen. Du wirst sowieso nicht dazu kommen, das zu veröffentlichen. Wahrscheinlich nicht, aber vielleicht einer meiner Söhne, der in Zukunft mal geboren wird, eventuell, keine Ahnung. Nachkommen. Sulamin, hast du... Was du noch was? Ah, so funktioniert das. Sulamin, hast du noch irgendwas in den 12 Stunden? Ich mache mit Efanora Ritual-Trockenübungen und ansonsten beten. Gut, dann könntet ihr euch auch ein Lehrmeister-Ritual 3 Punkte aufschreiben, weil die Möglichkeit über die 12 Stunden hättet ihr auf alle Fälle. Damit ihr zumindest nicht ganz auf dem Trockenen steht. Hahaha. Und dann, nach 12 Stunden... kommt ihr an. Kapok ruft übers Deck, dass ihr an der im Prinzip richtigen Stelle seid. Man wird noch ein bisschen weiterfahren, sodass ihr dann nicht direkt unter dem Schlund nach unten geht, sondern so wie vereinbart am äußeren Rand der Bauernebene ankommt. Und dann könnte das erste Team nach unten steigen.